Es geht runter in die zweite Liga. Inwieweit beschleunigt das jetzt die Gespräche, die Sie schon mit den Spielern geführt haben, die vielleicht noch kommen sollen? Ich habe immer gesagt, ich muss ja immer von Wahrscheinlichkeiten ausgehen. Und die Wahrscheinlichkeit war natürlich schon im Winter relativ groß, dass es eben so kommt, wie es jetzt leider gekommen ist. Von daher habe ich die Planung relativ früh schon angefangen, weil die unabhängig war von der Liga auch, muss man sagen. Sondern ich versuche ja Spieler zu holen, die ich auch in der ersten Liga geholt hätte. Dementsprechend hat sich für mich da jetzt nicht viel geändert. Außer das Budget ist natürlich anderes. Wie weit sind Sie schon bei potenziellen Neuzugängen? Ja, ich bin schon relativ weit, was das anbelangt. Und dementsprechend glaube ich, dass wir in Kürze auch was sagen können, was den einen oder anderen Neuzugang betrifft. Ihnen ist auch gelungen, einige Leistungsträger zu halten mit Hector, Horn, Höger. Bleiben noch weitere? Leo Bittencourt ist immer wieder ein Name, der auch von Fanseite natürlich genannt wird, als Publikumsliebling. Wie sieht es bei ihm aus und möglichen anderen Spielern? Ja, insgesamt ist es so, dass jeder Spieler bei uns Vertrag hat, auch in der zweiten Liga Vertrag hat, bis auf zwei, bei dessen Verträge auslaufen. Sie haben Ausstiegsklauseln letztendlich drin. Ich weiß es nicht, ob das jeder zieht, aber ich gehe davon aus, dass einige natürlich noch da bleiben und eben auch den Weg dann mitgehen. Was Leo anbelangt, ist sicher so, da mache ich keinen Hehl draus, dass er natürlich ein Spieler ist, den wir gerne erhalten wollen. Allerdings ist es so, dass Leo natürlich auch einige andere Angebote hat und dass es durchaus auch sein kann, dass er uns verlässt. Ja, das ist so in diesem Geschäft. Aber da kann man ihm jetzt nicht böse sein, wenn er mit 24 Jahren auch was anderes macht. Jetzt mal amtlich, was ist das Saisonziel für das kommende Jahr? Ja, ich sage, für mich ist es wichtig, dass man jetzt immer zurückschaut. Die Analyse muss man natürlich machen, aber die ist auch jetzt abgeschlossen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt eben nach vorne schaut, dass man eine Mannschaft zusammenstellt, die dazu befähigt ist, unserem Trainerteam auch die Möglichkeit zu schaffen, dass wir wieder das große Ziel, das wir haben, das haben wir von Anfang an, egal wer mit uns runtergeht, dass wir wieder hochgehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das werden wir jetzt angehen. Sie haben wichtige Leistungsträger, die sich zum Verein bekannt haben. Erleichtert Ihnen das die Suche nach neuen Spielern? Ja, die Frage ist gut, das stimmt. Es ist so, dass ich zwar bei denen, die wir fast schon verpflichtet haben, jetzt zu dem Zeitpunkt nicht gewusst habe, dass die beiden da bleiben oder die drei da bleiben auf jeden Fall. Zusätzlich auch noch der eine oder andere. Aber natürlich wollen die Spieler auch wissen, wo sie hinkommen. Das heißt, dass wir eben auch eine richtig gute Mannschaft haben, um das Ziel dann auch erreichen zu können. Deshalb war es auch wichtig, dass wir relativ früh jetzt auch den Trainer bekannt gegeben haben, weil die Spieler natürlich auch wissen wollen, wer sie denn nächstes Jahr trainiert. Und dass jetzt Horn, Hector und Höger verlängert haben, ist natürlich kein Nachteil. Ja, das ist eher ein Vorteil. Können Sie das Phänomen FC jetzt schon ergründen, nachdem Sie eine Saison da waren, die Rückrunde hier waren und so wichtige Leute sagen, ich gehe mit dem Verein sogar in die zweite Liga? Ja, das ist wirklich komplett anders. Das ist ja auch unser Motto im Prinzip, dass man spürbar anders ist. Und das wird auch gelebt. Das ist für mich schon etwas, was nicht normal ist, auf jeden Fall. Ich habe Anfang, als ich da war, schon so mal gesagt, es könnte sein, dass im Sommer, auch wenn wir es nicht schaffen sollten, vielleicht der eine oder andere mitgeht, vom Gefühl her. Aber es muss natürlich auch gelebt werden dann. Oder das kommt, wenn es darauf ankommt, wird sich das dann zeigen. Aber es ist wirklich so passiert. Und das freut mich unheimlich, dass die Spieler das eben auch wieder gut machen wollen. Weil eins ist klar, sie haben auch das mit natürlich auch verursacht. Und trotzdem kann man niemand böse sein, wenn er Karriere, die ja auch nicht immer so lang ist, dann woanders hingeht. Aber die Spieler wollen das unbedingt wieder gut machen. Das ist natürlich schon ein Zeichen für diesen Club, der ihn außergewöhnlich macht. Ja. Was sagen Sie zu den Fans, die jetzt bei den vergangenen Spielen trotz Niederlagen bzw. Unentschieden eigentlich die Mannschaft so gefeiert haben? Ja, das ist auch etwas, was auch nicht normal ist, sondern was auch außergewöhnlich ist, dass in der Stadt Fußball gelebt wird. Weiß ich, seit ich hier bin, wirklich, dass dieser Club ganz, ganz wichtig ist in der Stadt. Dass es dann so abgeht, wie es jetzt ist, dass man so als Einheit, der Timo hat es richtig ausgedrückt, dass man als Einheit letztendlich runtergeht, ist natürlich auch eine Verpflichtung für das nächste Jahr, muss man auch ganz klar sagen.
weil die Fans sind da absolut in Vorleistung gegangen und haben trotzdem mit der schweren Situation zur Mannschaft gehalten, zum Verein gehalten und dementsprechend sind wir natürlich auch verpflichtet, dann nächstes Jahr was Gutes abzuliefern, das ist so. Wie ist Ihre persönliche Motivation? Ja, ich bin ja schon ein paar Mal in meinem Leben als Trainer auch schon aufgestiegen, also ich bin schon viermal aufgestiegen. Von daher weiß ich auch, wie sich das anfühlt. Ja, und für unseren Club natürlich, der FC, sage ich, gehört einfach in diese Liga. Ich hoffe, dass wir, und ich weiß natürlich auch, dass es kein einfacher Weg ist. Das weiß ich auch, wenn jemand meint, dass es ein Selbstläufer ist, nur weil wir, sage der FC sind, dann wird man sich ganz schnell umschauen müssen. Dann geht es nämlich nach hinten los. Und von daher haben wir aber ein großes Ziel und ich bin mal ganz, bin wirklich zuversichtlich, dass wir das Ziel auch erreichen werden. Inwieweit können Sie Markus Anfang schon mit einbinden jetzt in die Planung? Der steckt ja noch mitten im Aufstiegskampf mit Kiel. Ja, aber er ist mit eingebunden in die Personalpolitik. Das, glaube ich, ist auch wichtig, dass ich das nicht alleine mache, sondern er ist derjenige, der die Mannschaft jeden Tag trainiert, der seine Vorstellungen hat. Und ja, wir machen das zusammen, was das anbelangt. Noch eine Frage zum anderen Thema. Wir haben jetzt fast eine Saison Videobeweis hinter uns. Immer wieder heftig diskutiert. Wie fällt da Ihr Fazit aus? Also ich war anfangs ein Freund des Videobeweises, absolut. Und ich glaube, ich geglaubt habe, dass es absolut das gerechter macht, das Ganze. Jetzt werden zwar weniger Fehler gemacht, aber das Empfinden, jetzt muss man sagen, eine Ungerechtigkeit ist es für mich noch höher, als es vorher dann war, wenn der Schiedsrichter nur einen Fehler gemacht hat. Von daher, es ist natürlich eine emotionale Sache, wenn man sieht, dass wir jetzt natürlich massiv beschädigt worden sind durch einige, dann ist es natürlich subjektiv jetzt mein Gefühl, was ich jetzt nicht gutheißen kann. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, was ich, das lasse ich mal in Ruhe über mich ergehen, aber ja, mir hat es vorher besser gefallen.